Willkommen in The Beginning. Wir beginnen unsere Reise durch dieses wundersame Spiel mit einer kleinen Ankündigung. Diese Bonuspart basiert darauf, die pure Entspannung in diesem Spiel zu erleben und zu fühlen. Wir werden gemeinsam dieses Spiel entdecken. Ohne Zeitdruck, ohne viel Nachdenken, einfach nur wir, die Hunde, die Couches und alles andere, was da draußen sonst noch so herumrennt. Heute beginnen wir damit, dass wir dieses Haus aufessen, denn am Anfang war das Haus. Ein Haus, das uns sagte, ess mich, zeige mir, wie wichtig ich bin. Mach mich nicht unwichtiger als andere. Genau dieses Gefühl möchte ich diesem Haus geben. Ich möchte, dass dieses Haus denkt, was Besonderes zu sein. Mit all seiner Einrichtung soll es aufgegessen werden. Und genau das haben wir somit erreicht. Wir haben es aufgegessen. Es war sehr appetitlich. Und wir reisen zum nächsten Land, das wir gleich bereisen wollen. Danach gingen wir ins Café Internet. In diesem Café ist alles möglich. Menschen versammeln sich hier, um sich zu treffen, miteinander sich auszutauschen und im Internet ein bisschen zu surfen. Mit dem wundersamen Programm von Windows, wie wir hier sehen können. Milch und Erdbeeren sind jeden Tag angesagt in diesem hippen Café Internet. Man sieht Mäuse hier herumrollen. Mäuse, die auch akzeptiert werden, mitsamt ihren elektronischen Kollegen. Der Controller der elektronischen Maus. Sind alle hier. Pinsel sitzen ja einfach auf dem Boden herum. Wer hat sie hier nur hingestellt? Und welchen Sinn sollen sie erfüllen? Es ist eine gute Frage, der wir nachgehen sollen. Dartpfeile, Messer. Welcher Anschlag wurde hier geplant? Was genau ist der Sinn der Sache und warum trägt der Frosch eine Brille? War auch er im Internet gewesen? Wollte auch er sich ein Bier wegzischen? Und Geschirr gehört nicht auf den Boden. Das Geschirr ist ein wichtiges Instrument zum Essen. Ein Essinstrument, wenn man so möchte. Es beginnt eine Symphonie des Essens jedes Mal, wenn man es anfasst. Man benutzt es für unsere Zwecke. Bananen rollen am Ende dieses Tisches herum. Sie rollen. Ohne ein Ziel. Sie rollen einfach weiter. Und das kann man ihnen noch nicht verüben, diese Bananen, denn auch sie sind ein freies Lebensmittel, wenn man so möchte. Bücher. Schlangen. Auch sie finden sich hier wieder und niemand sagt was dagegen. Es ist den Menschen egal, dass sie alle hier sind. Und was macht hier ein viel zu kleiner Tisch im Vergleich zu den anderen? Sollen auch kleine Kinder sich hier wiederfinden? Sollen auch kleine Kinder schon das Internet entdecken? Wie klein müssen diese Kinder sein? Und ist es wirklich eine vielversprechende Art, Kindern etwas beizubringen? Indem man sie einfach an einen Computer setzt? Ist das der Weg, den die Menschheit gehen möchte? Wahrlich eine interessante Frage, der wir nachgehen sollten. Hähnchen und auch der Hund, den wir hier oben sehen. Alle wollen sie ihre Ruhe haben. Lassie ist so glücklich, dass sie einfach ihre Ruhe haben kann. Aber Lassie wird auch uns bald folgen. Denn Lassie ist unser Freund. Lassie möchte gerne mit uns kommen, aber Lassie wartet darauf, dass wir groß genug geworden sind, wie ein braver Hund. So lange bleibt Lassie da oben. Was will man mehr von seinem Haustier verlangen, als dass es auf einen hört? Ein Haustier, das seinen Pflichten nachgeht, das sein Herrchen beschützt. Mehr kann man nicht verlangen von seinem Haustier. Und deshalb bin ich stolz auf Lassie, dass Lassie wirklich da ist und sich um mich kümmert. Schon die ganzen Folgen über da ist und sich um mich kümmert. Fantastisch. Tische,
sind überflüssig geworden. Tische brauchen wir nicht mehr in unserer Welt. Dementsprechend würde ich sie am liebsten alle mitnehmen. Das werde ich auch tun. Mitsamt den Menschen, die hier leben. Denn niemand möchte an Tische gebunden sein. Lassie kommt auch mit. Wir wollen alle Freiheit genießen. So auch diese ganzen Gegenstände, die hier sind. Und die Wand. Wirklich entspannend. Auch die Couch kommt mit. Und auch der Teppich. Und wir beginnen damit, unsere Reise in die nächste Welt fortzusetzen. Als nächstes führt uns unsere Reise in die weiten Welten der Arcade-Spielewelt. Viel gibt es hier zu sehen. Ein großer Platz wird sich uns aufbauen. Ein Platz, der uns zeigen wird, dass der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Die Menschen, die damals diese Welt kreiert haben, waren voller Fantasie, voller Glück. Sie wussten, dass der einzige Weg, ihr Leben zu gestalten, der ist, sich einfach treiben zu lassen. Einfach der Melodie zu lauschen. Den 8-Bit-Geräuschen zu lauschen. Und auch sonst einfach völlig entspannt zu bleiben. Es geht nicht um das, wie viel. Es geht nicht um das, womöglich. Es geht um das Essen. Wir haben eine Pflicht zu erfüllen, nämlich zu essen. Und somit nehmen wir das ganze Spielfeld mit, auf unsere Reise Essen zu finden. Pac-Man war schon immer dazu bereit gewesen, in die nächste Generation der Spielewelt aufzusteigen. Wir nehmen Pac-Man mit in die Welt der großen Würmer, die wir herumkrabbeln sehen, die wir nur zu gerne mitnehmen wollen. Noch nie haben wir diese Welt so sehr erkundet, wie wir es jetzt tun werden. Sie ist bereit dazu, erkundet zu werden von uns. Sie wartet auf uns. Aber dafür müssen wir erstmal einen guten Punkt finden. Fangen wir doch damit an, diese Punkte hier aufzupressen. So viele Objekte sind einfach fantastisch. Und es werden auch einfach immer mehr erzeugt. Das ist einfach klasse. Ich werde diese Monster für immer in mir aufbewahren. Ich werde immer an sie denken. Als nächstes will ich aber trotzdem gerne diese ganzen Pilze mitnehmen, die mich größer werden lassen, wie bei Super Mario. Was wird es hier noch zu entdecken geben? Dieses Spiel zeigt uns jetzt so viel. Jetzt, wo wir nicht mehr an Grenzen stoßen, die uns vorher gesetzt wurden. Nein, das Spiel erlaubt es uns, weiter vorzudringen in die Welt. Und wir sehen die Space Invaders, wie sie herumfliegen. Auf Warten, auch aufgegessen zu werden. Die ersten nehmen wir sogar schon mit. Den Wurm werden wir auch mitnehmen. Auch er ist unser Freund. Fantastisch. Kommt mit, meine Freunde. Ich zeige euch den Weg in eine bessere Welt. Hier bewegt sich so viel und die ganzen Pilze kommen mit. Es ist einfach toll, wie sehr sich hier alles um einen kümmern möchte. Pilze, Space Invaders, alles. Alles ist hier. Und wir nehmen sie auch gerne mit zu uns. So wie jetzt. Kommt alle mit, meine Space Invader Freunde. Es gibt viel zu entdecken. Was sind das für große Blöcke dort hinten? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass wir Frogger noch gerne mitnehmen möchten. Frogger, komm mit mir. Und somit ging Frogger mit uns. Und wir gingen mit Frogger. Denn immerhin haben wir es ihm zu verdanken, dass wir uns dieses Ziel gesetzt haben, so weit zu kommen. Um uns rum sehen wir jetzt nur noch Blöcke, die Kreise ziehen. Um dieses Spielfeld zu bewachen. Für das nächste Mal, wenn wir auftauchen und uns sagen,
Wir wollen doch nochmal gerne hierher. Einfach fantastisch. Aber auch noch die letzten zwei Space Invader sollen mitkommen. Komm mit mir, Space Invader. Und somit haben wir alles mitgenommen, was es mitzugeben gibt in dieser wundersamen Welt. Springen wir doch nochmal runter. Überschreiten sämtliche Grenzen nochmal. Nein. Die Blöcke beschützen uns. Sie sagen uns, hier gibt es nichts mehr zu erforschen. Geh doch bitte in die nächste Welt. Und so hörten wir auf diese Blöcke. Unser Weg führt uns zur White Red Lane. Weißes Brot, Weißbrot, wenn man so möchte, ist wirklich ein Phänomen. Viele Menschen mögen ihr Weißbrot sehr gerne. Weißbrot ist zu einem kulturellen Kultstatus geworden, dem alle nachgehen. Weißbrot? Ja, warum eigentlich? Warum heißt diese Karte eigentlich Weißbrot? Werden wir hier noch Weißbrot entdecken? Will uns dieses Spiel sagen, dass es irgendwas gibt, was wie Weißbrot hier aussieht? Warum wurde diese Lane so benannt? Also, Fragen über Fragen. Natürlich hier auch wieder schön zu sehen, wie unser Freund hier das die ganzen Messgeräte aufsammelt. Und auch nur auf seine eigene Art und Weise beim Bau dieser Konstruktion helfen möchte. Er baut sie neu auf. Er verinnerlicht sich. Er verinnerlicht sämtliche Details. Er nimmt alles mit. Spürt ihr es, wie er sämtliche Details aufsammelt? Sie verinnerlicht. Und sie alle mitnimmt. Ja, er will wahrlich etwas Neues erschaffen. Eine neue Weltorder. Alle Menschen werden unter diesem Männchen neu geboren. Bücher liegen hinter dem Gartenhaus, wo man sich wirklich fragt, welcher Mensch hat sich dahin gehockt und letztens ein Buch gelesen? Wer war das wohl? Was für ein Buch war das? All diese Bücher sind unbetitelt. Wurden etwa die Buchstaben in eine andere Welt transferiert? Wenn dem so sein sollte, müssen wir auch diesen Ort demnächst aussuchen. Ein Ort, wo es Buchstaben gibt. In jeglicher Größe. Und jedes einzelne Buchstabenalphabet wird dort genannt. In dem Fall das römische Alphabet. Aber ist das denn so wichtig? Stehen wir denn nicht alle nachher so unter denselben Banner? Wird unsere Weltorder denn nicht dafür sorgen, dass es mehr geben wird als nur Toiletten? Nein, nein, es wird mehr geben. Und auch dieser Affe wird mir irgendwann gehören. Uran-Utans, die einfach über rumschweben und da rumhocken. Und der Hund, der hier süß schläft an seinem Monitor. Habt keine Angst. Ich nehme euch mit mir. Ihr werdet nie wieder alleine sein. Hier oben, natürlich. Ein wundervoller Ort, dem man nachgehen sollte. Aber wir stellen uns trotzdem die Frage nach mehr Größe. Wir wollen noch größer werden. Wir wollen noch mehr entdecken. Kann uns jemand diesen Wunsch erfüllen? Kann man ihn uns verdenken? Unser Wesen ist so neugierig geworden, dass es mittlerweile einfach nicht mehr anders kann, als überall lang zu gehen und alles erforschen zu wollen. Auf den großen Bäumen dieser Welt. Auch diesen Menschen nehmen wir noch mit. Und wir versuchen auch, noch die Leiter mitzunehmen. Das Bett vielleicht sogar. Oder die Menschen. Den Uran-Utan. All sie kommen mit. Aber langsam merken wir, dass wir ja auch für diese Welt zu groß werden. Was tun, wenn man zu groß wird für eine Welt? Kann man dagegen überhaupt etwas tun? Sollen wir überhaupt dagegen handeln? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sollten wir uns auch einfach die Welt weiter ansehen
und nachgucken, ob es noch Dinge gibt, die einen noch größer machen. Vielleicht die Dixie-Klos dort hinten. Immerhin, Notdurft muss auch immer verrichtet werden. Aber nein, diese Gegenstände sind nicht dafür vorgesehen, sie zu benutzen, für unsere eigenen Zwecke. Es muss noch einen anderen Weg geben. Vielleicht sollten wir einfach versuchen, außerhalb dieser Welt zu leben. Nur wie sollen wir diesen Grenzen entkommen? Die Grenzen, die uns gesetzt werden, entstehen letztendlich sowieso nur in unserem Kopf, aber wie sollen wir uns ihnen denn nicht beugen? Gehen wir nach draußen und schauen, was diese Welt uns noch bietet. Ein paar Autos. Ein paar Bagger im Hintergrund. Warum denn nicht? Und trotzdem wünschte ich mir, ich wäre größer geworden, um euch noch mehr zu zeigen. Dieses Spiel möchte dies aber nicht. Dieses Spiel möchte, dass wir es dabei gut klein lassen, bei unserer Größe. Dass wir es nicht übertreiben. Dass wir uns einmal auch zufrieden geben können. Mit unserer Größe. Und wie soll man es dem Spiel böse nehmen? Es möchte auch gerne was für sich selbst behalten. Nehmen wir jetzt sogar Türen mit? Ganze Türen an Gebäuden? Sind wir schon so gierig geworden, dass wir jetzt nicht mehr mal sowas für andere Menschen übrig lassen? Es ist schon fast irgendwo ein bisschen traurig, dass uns dafür keine Geduld nehmen, auch selber was für uns zu finden. Aber diese Welt ist groß und sie ist erkundenswert. Und es kommt einem immer so vor, als würde einem doch nur noch dieses kleine bisschen fehlen, um weiterzukommen. Aber nein, das war's, meine Freunde. Das war unsere Reise in der White Bread Lane. Und wir werden niemals erfahren, warum das Brot jetzt weiß gewesen ist, weil man es uns nie gesagt hat.